Dreckiger Du, Was hat er gerade gesagt, Digga? Ich sitze da ziemlich von Roats Aussagen in jeglicher Mann, ich Form. bin auch so Ja, dafür gebannt, Digga. da Ich wurde gab's schon distanziere zwei mich Wochen auch. Bann. Ich distanziere mich zweimal mehr als Monte sich distanziert. Ja, ich ich distanziere distanziere mich mich dreimal auch. mehr. Sir Schrutz Und distanziert sich ich überhaupt gehe nach nicht. Malta, Twitch. Deine So. Mutter. Davon distanziere ich mich auch. Max, gab es mal in deinem Leben eine Situation, wo du mal richtig auf jemanden ein Auge gemacht hast? Ja, auf mich immer. Das ist so peinlicher Strubbel. Nee, ich glaube nicht, oder? So, Leute, jetzt sind die alles entscheidenden Sekunden bei Ronaldinho. Wo geht er hin? Da bin ich mal gespannt wie ein Bettlager. Ich hab's dir gesagt, der geht nicht sofort weg. Current Price 2,6, 8 oh, Sekunden Ober. Noch. Er ist weg. Er ist für 2,6 weg. Scheiße. Ronaldinho, nur für 2,6 ist der weggegangen. Egal, ich habe ihn für 2,3 gekauft. 300.000 plus, alles gut. Ich könnte jetzt auf den 11,3 bieten. Der ist frisch. So, der ist 11,3, 11,2, 11. Und hier 11,4 Starting Price. Oder in einer Dreiviertelstunde. Bin ich noch so lange hier? Nee. Ich biete 11,3, das ist nicht verkehrt. 11,1. Ich gebe alle zum Direktkaufen auch 11,4. Und den könnte ich für 11,4 direkt kaufen. Und den könnte ich jetzt für 11,35. Ich kann hier 11,4 direkt kaufen. Scheiß auf den. Ich biete lieber auf die beiden hier. Ich verliere nur 50.000, wenn ich direkt kaufe. Guck mal, die kann ich auch direkt kaufen für 11,4. Scheiß drauf, der ist weg. Der ist einfach weggegangen. Keiner gekauft. Zu hoher Preis. Möp. Das heißt, Ronaldo ist gerade nicht 11,3 weg, wenn keiner ihn kauft. Dann biete ich auf den 11,1. Ist schon schöner. Biete auf den. Weil wenn ich den nicht bekomme, weil irgendjemand mit mir mitbietet, ob es auf 11,2, kann ich mir trotzdem danach noch den holen. Er hat ihn gerade frisch reingestellt. Er hat ihn instant frisch wieder reingestellt. Für 11,3 zum Sofortkauf. 11,359 Sofortkauf. Ich könnte hier mitbieten auf 11. Würde ich 360.000 sparen. Ich würde hier gerne mal auf 11 bieten. Vielleicht bietet keiner mit. Biete, da wird keiner mitbieten. Ich biete auf den und wenn ich ihn nicht bekomme, kaufe ich mir den einfach direkt. Und selbst wenn, ich biete auf den, wenn da jemand zu hoch bietet, kaufe ich den direkt. Und wenn der weg ist, dann kaufe ich einfach den für 11,4. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Wir haben alles, Digga, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben es ganz entspannt. Wir haben drei, wir haben sogar vier Ronaldos, die wir uns chillig ziehen können. Nur den für 12 will ich nicht. Vier Stück haben wir. Der muss mir nicht frisch sein. Das biete ich hier. Digga, wir haben, guck mal, es sind drei auf dem Markt. Wir haben es total entspannt. Ich kann alle von den drei kaufen, als ob alle drei jetzt irgendjemand anderes wegkauft. Wir haben es super locker. Sieh mir für 11 mit, Gutes. So, jetzt ist die Frage. Wo rein investieren wir das restliche Geld, was noch bis zur Weekend League steigt? Das ist die Frage. Wo wir beim Thema Rechnen sind. Da war ich nämlich übertrieben raus. Könntet ihr schriftlich rechnen? 173 durch 14,5. Ihr kriegt nur einen Stift und ein Papier. Nee. Was, 113? Boah, glaube nicht. Oder wie viel war das? 143 durch 14,5 oder irgendwie sowas. Nee. Oder, weißt du, Zahlen kommen, bin ich hier raus. Du meinst, das in dem richtigen Rechenweg rechnen oder du da musst es halt im Kopf rechnen und kannst dir halt Notizen machen? Das ist dieser Rechenweg mit runterziehen und abziehen und sowas. Ja, wer braucht die da Scheiße, bin ich schon Digga. Raus. Nee, da bin ich schon raus. Als ich zuletzt in der Schule war, das so ein 13 Jahre her. Vor Mauerfall. Ja, ja, war krass. Mauerfall. Okay, hier haben wir einen Call von Gewürzgurke. Sowas verlernt man in der Oberstufe. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch in der Oberstufe konnte, obwohl ich Mathe-Abitur hatte. Ich konnte es 3 Wochen, nachdem man es gelernt hat, schon nicht mehr. Ich kann es auch nicht. Und es war leider meistens dann während der Arbeit. Das Ding ist, für den Bootsführerschein musst du halt schriftlich rechnen können und du darfst nichts mit Strom haben. Kein Handy, kein Taschenrechner, gar nichts. Und dann musst du halt für irgendwelche Grad und für irgendwelche Scheiße irgendwie so 171 durch 12,7 rechnen. Mm. Und das musst du halt schriftlich rechnen können. Du hast nur ein Stück Papier und einen Stift. Und ja, ich bin ganz ehrlich. Wenn du die kannst, dann kannst du es ja automatisch. Das ist ja automatisch. Ja, ja, wenn man die Formel wieder drauf hat, dann ist es easy. Aber ja, ja, da kriegst du auch schnell wieder gelernt. Aber krass, dass es keiner kann. Aber ist ja klar, wenn so jeder dauerhaft. So ist easy. Mhm. Aber mit Komma auch schwer. Ja. Ich kann dir aus dem Stegreif sagen, was Vollbildforscher ist auf 80 Cent wahrscheinlich, aber alles andere schwer. 4000. Ah. Mein Mathelehrer sagt immer, ihr werdet später nicht immer einen Taschenrechner griffbereit haben. Ja, so eine Scheiße, das ist so gelogen. Ich war noch nie ohne Taschenrechner irgendwo. Es geht gar nicht. Handy. Ja, nee, Handy allein. Ja, ja, genau. Frage an Monte und Medi. Ihr seid ja beide Bayern-Fan. Und da ist ja so eine Konkurrenz zu Dortmund. Wenn jetzt aber Bayern irgendwie ausgeschieden ist in der Champions League und nur noch Dortmund ist drin, seid ihr dann trotzdem für Dortmund oder, ja, oder ja, nicht? Ja, okay, sobald, gut. Sobald eine deutsche Mannschaft international spielt, ist man immer für die. Okay. Es sei denn, sie spielt, also sagen wir jetzt mal ein Champions League Finale, Bayern, Dortmund, da war ich natürlich für Bayern. Aber sobald eine deutsche Mannschaft international spielt, ist man für die Mannschaft. Aber wird nicht bei jedem Bayern-Fan so sein. Es gibt einige Leute, die hassen Dortmund richtig. Ja, einfach Pack. Ah, apropos Pack-Battle. De Bruyne kommt da rein, Goldspieler. Schön. Nice. Der hab ich gestern auch gezogen, aber der ist leider halt nicht so viel wert, ne? Was kostet der? Der geht's mal an. Oh, 190. Oh, Walkout in Form, Board! Eriksen, Mist. Fühle ich aber, sage ich. Boah, der ist auch aufgegangen wie ein Hefeteig. Oh. Stimmt das, Rojo? Wie viel wuchst du am Anfang deiner Twitch-Karriere? Double in Form? Wow, cool. 79. Und also, jetzt? Nee, am Anfang, so vor 3 Jahren, war ich noch dicker. Dann habe ich eine Zeit lang übel abgenommen. Dann war ich so bei 79, keine Ahnung, irgendwas so. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr.
Jetzt wiegst du über 100 Kilo, Junge. Tschüss, übertreib, Digga. Wallah, Bela, wollen wir eine Wette machen, du wiegst von über 100 Kilo? Nee, ich glaube nicht. Niemals. Ich glaube, der hat so 95, also 90, 95, so. Nein, Bruder, hast du mal mehr als 90. Ja, aber Rot ist klein, Rot ist jetzt nicht riesig. Habt ihr eine Waage, stell ich nochmal rauf, du, über 100 Kilo. Okay, warte, nach dem Game. Aber muss man sich nicht morgens wiegen? Also entweder jetzt 90 wiegst, als ob du jetzt mittags 100 wiegst, weißt du? Ich habe keine Ahnung von sowas, ich schwöre. Ja, einfach wiegen. Oh, wenn man sich wiegt, sollte man sich ja nicht morgens mit leerem Magen wiegen. Ja, aber wenn du sagst, du wiegst 90, dann wiegst du mittags nicht 100. Ich hab nicht gesagt, ich wiege 90, aber ich wiege 100, glaube ich. Ja, okay. Ja, dann stell ich das gleich mal auf die Waage, aber dann sag auch Wallabilla ehrliches Ergebnis. Ja, aber wollen wir eine Wette machen? Oh, ich sag, der Dorfking wiegt unter 100. Ja, ja, ich sag über 100. 96, ich sag 95, 96 Kilo würde wiegen. Ich call sogar, jetzt ganz wild, 91. Nein, das safe nicht. Wie groß bist du, Wallabilla? Sag mal bitte nur kurz. 1,80 so. 1,80. Oh, scheiße, ich nehme meine Aussage zurück. Nein, sorry. Der wird an die 100, der wird die 100 kratzen. Ja, ja, 100%. So 96 bis 100 wird er auf jeden Fall sein. Ah, weiß nicht. Ja, ich sag 92. Also, was wiegt Abu? 140 Kilo. Nein! Doch, der hat sich bei mir gewogen, da hat er 144 gewogen, glaube ich. Was wiegst du denn? Ich bin ein bisschen abgenommen. 114 nur noch. Aber weil ich nicht zum Sport kann. Also ich bin einfach fetter geworden, aber wiegt weniger. Gehst du eigentlich allgemein noch ins Gym, Monte, oder trainierst du, wenn dann nur zu Hause in deinem Home Gym unten? So, nee, die letzte Mal, als ich beim Sport war, war ich im Studio. Einmal, glaube ich. Guck mal, so ein Home-Gym ist ja übernice, ne? Ich glaube, ein Traum von jedem. So, keine Frage. Ja, aber ja, nutzt schon, man ja. es, aber nutzt man es auch wirklich dann? Oder ist so, man hat's und dann nutzt man es nur so gefühlt die ersten paar Wochen? Ja, für mich ist halt auch einfach, Digga, das rausgehen, weißt du, losfahren, ja, ja, mit den Jungs treffen, ein bisschen quatschen, dann nach dem Sport noch gemeinsam was essen gehen, eine Runde spazieren gehen, den Körper runterfahren. Es ist nicht nur die Sportgeräte zu Hause, sondern es ist das Ritual dahinter. Ja, und ich fühle das Ritual, rauszugehen, mit Kollegen treffen, mehr. Stimmt. Ich bin immer so 25 Minuten zu meinem Sport gefahren. Das war ziemlich weit. Habe ich um 23 Uhr den Stream ausgemacht, um noch zum Sport zu fahren. Und wenn du da 25 Minuten hinfährst und 25 Minuten zurückfährst, nur um Sport machen zu können, dann holst du da alles raus, was geht, damit es sich lohnt. Hast du das Fitnessstudio aber direkt neben dir, direkt eine Tür neben dir, kannst du auch sagen, ja, ich lasse heute Facepulse weg, dann mache ich die halt morgen oder übermorgen oder so. Zu Hause machst du auch oft den Schlot hier. Dann denkst du, ach Digga, jetzt an PC oder auf Couch-Serie. Weil da bin ich ganz bei Max. Wenn du erstmal den Arsch rausbewegt hast, dann ziehst du auch durch, Digga. Ja, ja, genau. Damit sich der Weg und das ganze, der ganze Aufwand gelohnt hat, holst du alles raus, was geht. Da machst du dann den vollen anstatt den vierten noch einen fünften Satz, damit du richtig Gas gibst. Gott, und zu Hause machst du dann eher anstatt den vierten nur den dritten und lässt zwei Übungen komplett weg. Spendys Lieblingsübung im Fitnessstudio ist Bauch trainieren. Ernsthaft? Mhm. Bauch und Waden macht er am liebsten. What the fuck? Boah, man stellt sich auf die Waage. Max, guck mal, wenn du eine Sekunde Langeweile hast im Kopf, ne? Wie kommst du auf sowas? Mir hat gerade gesagt, dass er Bock auf Rücken-Bizeps hat. Und das ist die geilste Übung, tiefes Rudern. Da habe ich überlegt, was ist eine Scheißübung? Bauch und Waden. Und dann sage ich, dass das deine Lieblingsübungen sind. Und alle denken, du bist dumm. Fertig. Was ist, Spendi? Ist doch ganz einfach. Dafür brauche ich zwei Danny Sekunden. Um 23 Uhr gestellt, habe ich heute gesehen. Ja, ja. 23.30 Uhr. Die Jugendlichen und Schüler von seinen Zuschauern können nur von 12 bis 23.30 Uhr den Stream schauen. Ja, macht er ganz entspannt, dass er in der Zeit pennt. Ey, Leute, ich stream Mittwoch von 2 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens. Ihr könnt gerne den Stream joinen, wenn ihr wollt. Bitte einfach, Digga, kein Bock mehr. Stell dich auf die Waage, du Festsack. Lass dich nicht provozieren. Ich lass mich doch nicht von Max provozieren. Nie im Leben. Also man kann mich sehr leicht provozieren. Definitiv. Aber wenn mich Max provoziert, ich kann das nie ernst nehmen. Ja, das auch ich muss immer ich lachen. Ja. Ich muss immer lachen, wenn der mich provoziert. Du sitzt da bei dir zu Hause, liegst 2-0 hinten in deiner Road to Glory und ich sag, dass Waden und Bauch deine Lieblingsübung ist im Gym. Weißt du, fertig erstmal. Der sich einfach provoziert, ist auch lost. Boah, hat eine Nachricht geschrieben. 98, Toto. Sag ich jetzt. Ich sag 98. 89. 97,8. Boah. Ich hab ganz dicht dran hier gewesen, Digga. Dicht dran, nicht schlecht. Ich hab gesagt unter 100. Ey, Sascha. Oh, sauber. Hey, Sascha, moin. Hey, du heißt hier auf Discord Sascha Hellinger Lell. Mods mich einmal unbedingt zu Trimax Lell. Das bockt hier mit Spendi und so im Discord. Der labert nur Scheiße. Jungs, ich zieh durch. Hau rein. Grüß Keilo von mir und gib ihm Leckerli von mir. Was? Okay. Gib ihm Leckerli von mir, den Keilo. Das mach ich. Okay. Doch jetzt verliere ich den Giermark. Oh Mann. Spendi, weil du ah, nee, abseits. Wusste ich. So, Sven fragt heute schon Icon oder Hero. Einmal bitte Bandmods. Frankreich, RW. Dembele! Wo gehst du denn in einer halben Stunde hin? Weg. Wohin? Riesen Minecraft-Projekt am Start. Was für ein Projekt? Einen eigenen Server, der wird schon seit über 3 Jahren entwickelt. Ach was? Oh, da gibt es ein fettes Showcase. Kann ich auch auf? Wenn es soweit ist, ja. Willst du einen Creator-Code haben? Gib her. Cool. Kannst du Minecraft spielen? Ja, normal. Du bist 19, klar. Ich bin übel krass in Minecraft sogar. Geil. Ja, nie ja perfekt. The Dropper, Battle Royale, Bad Wars. Ich habe damals angefangen, zocken wegen Minecraft. Geil. Ist Minecraft OG? Wusste ich gar nicht. Nice, so, ich auch. Gibt es nicht mal so einen coolen Streamer, Minecraft-Server, wo viele drauf sind, die es noch nie gespielt haben wie ich? Das ist doch voll witzig. Mhm. Oder? Ja. Macht man einmal im Jahr. Nennt sich Craft Attack. Das sind alle deutschen Streamer und YouTuber auf einem Server. Aber du musst gefühlt dem...
um da mitspielen zu dürfen. Chef Strubel kennt sich da aus. Chef Strubel? Max hat sich in 7 Tagen so verändert. Er hat sich komplett, der frontet nur noch. Max ist ja toxisch geworden, aber gefällt mir, finde ich. Ja, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ohne Witz, ich würde bei Biggest Loser mitmachen. Um einfach nur den anderen, die da so sind, heimlich von außen den Snickers und das Kopfkissen zu legen. Oder ist das zu böse, Sascha? Nee, das geht. Boah, das wäre echt assi, oder? Nein, ich würde das nicht machen. Ich würde von außen Snickers mit reinspucken und selber essen. Wird doch von nichts abgeben, ich bescheuert. Bruder, Salah in Form, ich hab das schnell noch nie gesehen, der schneller als MVP. Sag das nochmal laut, Sascha. Habt ihr das gehört, Leute? Digga, beim letzten Mal, als wir gespielt haben, hat sich Isa beschwert, weil er so rumgeschrien hat. Ja. Ja. Machst du ein bisschen leiser heute, ja? Boah, ich hätte auch mal Bock, dass ich bei Sascha mal vorbeikomme, von ihm zu Hause aus mit ihm zusammen streame und die ganze Zeit richtig laut rumschreie. Dass Sascha einfach Ärger kriegt. Das ist auch immer die Politik von den Eltern, Digga. Mein Kollege schreit rum und ich krieg Ärger. Genau das ist es. Warum beschwert sich Sina nie? Weil hier hört man gar nichts. Hier kann man nichts hören. Auch ein Nachbar beschwert sich. Das ist so gut gedämmt. Ich kann um 4 Uhr nachts Ikone schreien. Keiner hört irgendwas. Meine Mutter hat mich heute gelobt, Jungs. Wie das denn? Sie kommt so heute in mein Zimmer, sagt so, Olum, ich habe dich die letzten 2 Tage nicht gehört, wie du am Rumschreien warst. Bin stolz auf dich. Krass. Olum, ist das gut? Ja, Olum heißt auf Türkisch Kind eigentlich. Mein Sohn. So, ne? Achso, okay. Ist nicht Junge? Ich nenne dich jetzt auch immer Olum kind, Rojo. Ja. Olum Rojo, kannst du die Sprache komplett? Nee, verstehen komplett, ja. Aber nicht sprechen? Doch, sprechen auch, aber nicht so krass. Also wenn ich jetzt in der Türkei bin, dann kann ich halt so mich mit dem verständigen easy, aber das ist jetzt nicht so fließend und so clean. Das ist wie bei mir mit Albanisch. Oh ja, okay. Ja, ich kann auch nicht fließend Türkisch. Eigentlich kann nur von uns allen hier Chef Strubel fließen, türkisch, wenn er im Dönerladen bestellt. Kurz mute, bis gleich. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist es. Das ist es. Das fucking ist es. Let's fucking go. 10,999. Schön geschossen. Schön geschossen. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Vielleicht hier nochmal runter. Aber langfristig für glatte 11. R9 ist zurück im Team. So wichtig. Ey, das ist so krass. Der 7-Tage-Stream ist in, zumindest FIFA, in 20 Minuten vorbei. Holy fucking shit. Fertig. Ich weiß gar nicht, was noch besser geht. So, Leute, ich habe R9 bekommen für glatte 11. Ich habe drauf geboten und es hat geklappt, weil keiner hatte Coins. Max! Keiner hatte Coins. Dankeschön.